Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch einen, scheinbar schwerhörigen Betrüger mitgebracht, der zumindest wollte, dass ich ein bisschen lauter rede. Den Gefallen habe ich ihm auch getan. Demzufolge eignet sich das Gespräch heute vielleicht nicht unbedingt zum Einschlafen. Nur so als kleine Vorwarnung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem komischen Anruf. Guten Tag, Herr Rentorter. Hören Sie mich? Ja. Herr Rentorter, mit Ihnen spricht Manuel aus der Handelsplattform. Toll. Also, Sie haben sich registriert für Handel vor einigen Tagen, deshalb rufe ich an. Vor einigen Tagen? Ja. Aber ich habe mich doch jetzt erst interessiert, nicht wahr? Also, Sie haben eine Werbung gesehen über Handel und haben Sie sich dafür angemeldet? Gerade eben, ja. Also, ich bin Ihr Kundenberater aus Handelsplattform. Ach so. Aus welcher denn? Wie bitte? Aus welcher denn? Investcore, Herr Rentauter. Ach so. Also, bin ich Ihnen weiterhelfen, Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Was für großes Echo bei Ihnen? Weiß ich doch nicht. Wie bitte? Weiß ich doch nicht. Vielleicht nehmen Sie das Gespräch auf. Nee, wie soll denn das gehen? Weiß ich nicht. Es ist ein großes Echo. Ich höre meine Stimme jetzt. Ja, dafür kann ich doch nichts. Wenn Ihre Anlage da kaputt ist. Also haben Sie überhaupt Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Oder noch nicht? Nee? Sehen Sie, Herr Rentorter, also wir haben zwei verschiedene Plattformen. Eine ist für Anfänger geeignet, eine für professionellen Traders, ja? Hören Sie mich? Ja. Also ich sage, Sie können mit Anfängerplattform arbeiten. Das ist eine leichte Version, damit Sie schnell verstehen können, wie das funktioniert, ja? Ja. Und, Herr Rentorter, Ihnen wird ein Experte helfen. Also der wird Ihnen Informationen geben, wie die Plattform funktioniert. Beim ganzen Prozess also da sein und also unser Unternehmen analysiert immer den Finanzmarkt und wenn es gute Veränderungen wird, wird der Experte Ihnen Bescheid geben, ja? Ja, hier wird wieder sehr, sehr viel erzählt und da ist wieder sehr, sehr viel Dünnschiss dabei. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass ein Broker euch gar nicht sagen darf, was ihr genau tut auf dem Handelsmarkt. Das müsst ihr dann schon selbst tun. Und für euch handeln darf der schon erst gar nicht. Das kann dann maximal der Roboter übernehmen, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall erstmal so nicht gewünscht auf dem Handelsmarkt. Und wenn man ganz genau hinhört, dann merkt man auf jeden Fall hier wieder, dass es eigentlich nur um eure Einzahlung geht und nicht darum, dass ihr da irgendwelche Gewinne und Profite macht. Aber wenn man dann erstmal eingezahlt hat, dann läuft der Betrug in den meisten Fällen weiter. Hat man da eingezahlt, dann schieben die euer Geld über verschiedene Konten weg ins Ausland, so dass ihr da keinen Zugriff mehr drauf habt. Damit ihr das aber nicht gleich mitbekommt, richtet man euch ein Demokonto ein und schreibt da einfach den Betrag rein in das Demokonto, das ihr angeblich eingezahlt habt. Und dann handelt ihr mit Spielgeld. Und ihr merkt es nicht. In den meisten Fällen wird es so sein, dass man hier dann entweder das Geld verliert oder, vielleicht sogar auch gewinnt. Aber es ist immer noch ein Demokonto und auf einem Demokonto mit Spielgeld, das kann man sich natürlich nicht mehr auszahlen lassen. Euch wird sicherlich dann auch ein Betrüger immer wieder anrufen und dazu verleiten, noch mehr Geld einzuzahlen. Entweder weil die Kohle ganz weg ist oder wenn man nochmal mehr nachlegt, dass man mehr Gewinne macht und die Profite steigen. Ums Auszahlen geht's da erstmal nicht mehr. Und sobald man dann auszahlen möchte, wurde man entweder schon so lange hingehalten, dass die Webseite einfach offline genommen wird und die Betrüger sich komplett aus dem Staub gemacht haben und, ein neues Projekt unter einem neuen Namen laufen lassen und dann hat man die ja nicht mehr in Verbindung. Oder die zögern das halt einfach so lange raus, dass man halt das gar nicht merkt, was da passiert. Und grundsätzlich, wenn das Geld erstmal verloren ist, sind die Chancen sehr, sehr gering, dass man da überhaupt wieder was rausbekommt, auch nicht mit Klagen. Das ist eben das Problem. Die Betrüger sitzen im Ausland. Quasi unantastbar.
Und das ist hier das Riesenproblem, was sich die Betrüger immer wieder zu nutzen machen. Damit Sie in günstiger Zeit investieren können. Also sehen Sie, Herr Rentorte, wir haben verschiedene Systeme. Hören Sie mich? Ja. Sie können also den Handel selbst machen, gemischt oder mit einem automatischen System, ja? Welche ist besser für Sie? Ja. Was ja? Das, was Sie sagen. Ich sage, wir haben verschiedene Systeme, automatisch, Selbsthandel. Welche ist besser für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn da besser? Also für Anfang können Sie mit einem automatischen System arbeiten, aber auf jeden Fall wird ein Experte Ihnen helfen, ja? Ja. Und wir haben drei Beträge für Anfang, Herr Rentorte. Also für die Aktivierung brauchen Sie eine einmalige Einzahlung machen, damit Sie Starterkapital für Handel haben, ja? Was muss ich denn da bezahlen? Wie bitte? Was muss ich denn da bezahlen? Also Sie bezahlen nicht, Herr Rentorte. Sie zahlen nee? Auf Ihr Handelskonto ein. Na, das ist doch bezahlen. Nee. Doch. Also dieses Geld sowieso gehört Ihnen, ja? Ja, aber es ist ja trotzdem bezahlen. Nee, Herr Rentorte, doch. Das bedeutet nicht bezahlen. Na klar. Also wir haben drei Beträge für Anfang. 250, 500 oder 1000 Euro, ja? Ja. Mit diesem Geld werden Sie handeln. Also dieses Geld gehört Ihnen. Sie bezahlen es nicht uns. Es wird auf Ihrem Handelskonto stehen. Damit werden Sie investieren. Aha. Es gibt auch Bonusgeld bei uns. Ja. Also bei 500 und 1000 Euro bekommen Sie auch ein Bonusgeld von unserer Seite. Wie viel? Bei 500 Euro, Herr Rentorte, bekommen Sie 150 Euro Bonusgeld. Und bei 1000 Euro bekommen Sie 300 Euro Bonusgeld. Also insgesamt werden Sie 650 oder 1300 Euro Bonusgeld haben. Starterkapital haben, ja? Ja. Welcher Betrag ist besser für Sie? Ich nehme den besten. Sie bitte? Ich nehme den besten. Was meinen Sie denn besten? Ja, der am gutesten ist. Also welchen finden Sie es? Ja, den, was Sie sagen. Wir haben drei Beträge, 250, 500 oder 1000. Welcher ist besser für Sie? Ja, dann nehme ich den besten Betrag, den Sie meinen. Ich kenne mich ja da noch nicht so aus. Was meinen Sie besten? Ja. 500. Na, so wie Sie sagen. Ich frage Herr Rentorte, ich sage nicht welchen. Aber ich kenne mich doch damit gar nicht aus. Also meine Beratung mit 500 oder mit 1000 anfangen, damit Sie auch Starterkapital Bonusgeld haben, ja? Ja, dann machen wir das so. Tja, er meint ja hier, dass er hier Beratung gegeben hat. Ich frage mich, an welcher Stelle, denn grundsätzlich hat er ja überhaupt nichts erzählt über seine Firma. Normalerweise, wenn euch eine Firma anruft, dann hat sie ja als allererstes überhaupt erstmal eine Genehmigung dazu, weil ihr das auch gewollt habt, dass die anrufen. Hier bei diesen Trading-Abzocken ist es ja so, dass man sich auf einer Werbeseite anmeldet und dann überhaupt gar nicht weiß, dass danach ein Anruf erfolgt. Das ist also Kaltakquise und ist somit in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Und naja, wenn sich dann nun mal eine Firma erlaubt meldet, dann berät sie euch auch und erklärt euch überhaupt irgendetwas über das Produkt. Hier wird nur erzählt, ja, es gibt da jemanden, der hilft, man hat da so einen Roboter und wir haben da so eine Plattform. Naja, aber so richtige Fakten und Informationen, wie was funktioniert und warum, wieso, weshalb, das bekommt man da alles nicht. Weil darum geht's auch überhaupt nicht. Letztendlich will man euch nur das Geld aus der Tasche locken mit den schönen Dingen, die eben dazugehören. Dass Traden grundsätzlich am Handelsmarkt absolut risikoreich ist, das lassen sie hier komplett weg und wird überhaupt nicht erzählt. Das steht zwar auf den Webseiten, soll aber auch wieder nur Seriosität vorgaukeln und, naja, nicht dazu dienen, dass man den Kunden wirklich über irgendetwas aufklärt. Denn Aufklärung findet ja hier überhaupt nicht statt. Hier findet auch gar nicht erst recht, also überhaupt nicht statt, worum es genau geht, was man macht, was man tut
Ja, und das kann einfach nur nach hinten losgehen, wenn man hier Geld investiert. Okay, 500 oder 1000? Das, was Sie besser denken. Also so, was da am besten ist. Also kein Unterschied für Sie, 500 oder 1000? Nee. Okay, welche Karte benutzen Sie? Eine aus Plastik. Ja, natürlich, es ist von Plastik. Ja. Ich meine, welche Zahlungsmethode? Ist eine Kreditkarte oder Girokonto? Was ist denn da besser? Welche haben Sie? Alles da. Mastercard. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja? Ich frage, welche Karte benutzen Sie? Visa, Master, Maestro, PayPal? PayPal ist keine Karte. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Alle, die Sie aufgezählt haben. Haben Sie Mastercard? Ja. Und Online-Banking haben Sie auch? Ja. Also haben Sie Visa-Karte, Master, Girokonto und PayPal? Ja. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo, ich bin da. Natürlich. Und was wollen Sie mit Ihren Gewinnen machen, Herr Rentorter, wenn Sie es Gewinne haben? Verschleudern. Verschleudern? Ja. Okay. Sind Sie ein YouTuber? Nein, was ist das? YouTuber. Wissen Sie YouTube nicht? Ach, das mit den Videos. Genau. Was ist damit? Wenn man Videos aufnimmt, ja? Und ja. Auf YouTube schickt. Was ist damit? Damit andere Leute sehen. Soll ich da gucken jetzt auf YouTube? Nee. Nee? Was ist denn damit? Woher kommen Sie, Herr Rentorter? Ja, soll ich jetzt auf YouTube gehen oder wie? Nee, natürlich. Ja, aber Sie haben doch gesagt hier mit YouTube. Ich meine, sind Sie ein YouTuber oder nicht? Nee. Nee? Nee. Okay, wer sind Sie vom Beruf? Was ich vom Beruf mache? Ja. Da bin ich Frostschutzwasserverkoster. Also, muss das so kosten, ob das gut ist. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Was? WhatsApp haben Sie unter dieser Nummer? Nee, das ist Festnetz. Und wie kann ich Ihnen die Zahlungsmethode schicken? Na, mache ich das nicht bei Ihnen auf der Webseite? Ja, natürlich. Ja. Einfach gibt es viele Zahlungsmethoden, deshalb meine ich, ja? Ich kann Ihnen die einfachste schicken. Ja. Okay, haben Sie eine WhatsApp-Nummer, Handynummer? Eine Handynummer habe ich. Und mit dieser Nummer haben Sie WhatsApp? Ja. Okay. Moment. Ja. Sagen Sie mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer. Nee. Was ne? Ist privat. Also Sie wollen bei uns eine Einzahlung machen, nicht? Haben Sie schon Ihre andere Nummer und E-Mail-Adresse eingegeben? Ist Ihre Nummer privat? Ja, Festnetz nicht. Was nicht? Das ist auch eine Nummer, ja? Ja. Und kann ich Ihnen die Seite per E-Mail schicken? Ja. Und wo haben Sie diese E-Mail? Wie meinen Sie das? In Outlook? Wo haben Sie es geöffnet? Am Laptop? Nee, in Outlook. Outlook? Ja. Aber Sie haben eine Gmail eingegeben. Ja, aber ich rufe die mit Outlook ab. Also Outlook haben Sie wo? Ihrem Computer oder am Handy? Na, Computer. Okay. Können Sie Ihre E-Mail-Adresse sagen? Na, haben Sie die da nicht? Haben Sie es falsch eingegeben? Was bedeutet Google Mail?
Na, Google Mail ist die E-Mail-Adresse. Google Mail existiert überhaupt nicht. Wie kann solche E-Mail eingehen? Ja, weil ich die hab. Natürlich existiert Google Mail. Es gibt Gmail zum Beispiel. Ja, das gibt es auch. Und es gibt auch Google Mail. Das sind die alten, wenn man schon früher den Account hatte und der ein bisschen älter ist. In der Tat. Früher gab es Google Mail E-Mail-Accounts. Und zwar nicht Gmail. Gmail kam erst viel, viel später. Irgendwann gab es das dann eine Zeit lang zeitgleich, dass man die zeitgleich auswählen konnte, welche man dafür benutzen wollte. Und irgendwann hat man dann die Google Mail abgeschafft. Allerdings die, die vorher einen Google Mail-Account hatten, also den Vor- und Nachnamen und also das Synonym und dann @googlemail.com, gibt es nach wie vor. Wer die damals besessen hat und eingerichtet hat, kann sie heute noch nutzen. Und ich habe da tatsächlich noch eine. Hallo? Warum schreien Sie auf mich? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll lauter reden. Nee, ich hab nichts gesagt. Doch, am Anfang, dass Sie mich nicht so gut hören. Okay, ich schicke Ihnen mit dieser E-Mail jetzt den Link. Ja, und denn? Und dann sage ich, wie Sie mit Ihrer Masterkarte die Einzahlung machen können. Ja, ist sie am besten? Was? Master? Ja. Okay. Woher kommen Sie her, Reinzerter? Von draußen. Von draußen? Ja. Ich meine, in welcher Stadt wohnen Sie? In Berlin. In Berlin? Ja. Und warum sind Sie so unseriös? Sind Sie unseriös? Oder wie? Ich meine, warum verschwinden Sie meine Zeit? Na, Sie rufen doch bei mir an! Aber ich sehe jetzt, dass Sie wollen es überhaupt nicht machen. Einfach verschwenden Sie meine Zeit. Nee. Nee? Sie haben doch bei mir angerufen. Ja, ich weiß das. Und jetzt? Wo ist die E-Mail? Die ist noch nicht da. Ja, weil ich habe es nicht geschickt. Warum? Weil ich sehe, dass Sie es nicht machen werden. Ja, aber ich muss doch einzahlen. Okay. Ja. Mit Google Mail, die existiert überhaupt nicht. Doch, dann googelt es mal, die gibt's. Okay. Hallo? Moment, ich schicke jetzt. Ja. Das ist immer so leise bei Ihnen. Hallo? Hallo? Hallo, ich höre Sie. Moment, warten Sie, ich schicke gleich. Ja, jetzt ist wieder stumm. Ich höre Sie nicht. Hallo? Ich weiß das. Ja, aber warum machen Sie immer aus? Hallo? Hallo? Ich bin geschickt. Ja, ja. Habe ich jetzt geschickt. Ich gucke. Ist noch nicht da. Haben Sie wirklich geschickt? Ja. Ist noch nicht da. Weil solche E-Mail existiert überhaupt nicht. Doch, Google doch. Guck doch bei Google. Sehen Sie. Wenn Sie es überhaupt machen möchten, machen wir es so. Ja. Sie können Ihre WhatsApp-Nummer mir sagen. Nee. Dass ich Ihnen per WhatsApp schicken kann. Oder installieren Sie ein Programm, damit ich Ihnen helfen kann. Ja. Okay, sind Sie jetzt am Computer, richtig? Ja. Schreiben Sie am Suchen im Internet, im Google. Ja. AnyDesk. 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 Was heißt das? Das ist ein Programm, damit ich Ihren Bildschirm sehen und Ihnen helfen kann. Genau genommen ist AnyDesk eine Remote-Desktop-Software, genauso wie TeamViewer, VNC oder eben Remote-Desktop. Mit dieser Software hat die Gegenseite dann die Möglichkeit, auf euren Computer drauf zuzugreifen und ihn auch zu steuern. Habt ihr euer Fernwartungsprogramm denn falsch eingestellt, dann kann er sogar euren Monitor ausschalten und noch viele andere Sachen machen. Programme installieren, Dateien runterladen, hochladen und noch vieles mehr.
Kommt immer darauf an, wie die Software eben eingestellt wurde. Von daher hier unbedingt nochmal der Hinweis, wer, im Remote-Steuerungssoftware, also Fernwartungssoftware für den Rechner benutzen möchte, sollte dieses allenfalls maximal mit Freunden, Bekannten, Verwandten tun und nicht mit Fremden. Und man sollte natürlich zu dieser Person auch Vertrauen haben. Und nur für die Fälle, wo man eben wirklich Hilfe am Computer braucht, dann ist diese Software in Ordnung. Ansonsten gibt es noch den Weg, dass man vielleicht vom Handy aus unterwegs noch einmal auf den Computer drauf zugreifen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Aber fremden Menschen solltet ihr diese Zugangsdaten auf keinen Fall geben. Denn im allerschlimmsten Fall können sie jederzeit auf euren Rechner drauf zugreifen, ohne dass ihr es bemerkt. Oder vielleicht schalten sie einfach den Bildschirm aus, direkt wenn ihr davor sitzt, und die sagen dann einfach irgendeine Geschichte dazu, warum das gerade so ist. Und wenn die erstmal auf eurem persönlichen Computer drauf sind, da sind sicherlich viele persönliche Dokumente, Dateien, Bilder, Videos und was auch immer drauf. Auch die Zugangsdaten sind ja teilweise in den Browsern gespeichert. Und wenn das nicht auch noch passwortgeschützt ist, dann haben die absolut freien Zugang zu eurem gesamten Online-Leben. Und das sollte man, glaube ich, tunlichst verhindern. Ja. Okay. Und jetzt? Haben Sie eine Desk? Habe ich in Google. Aha, im Google suchen Sie es danach? Habe ich. Und öffnen Sie die Seite anydesk.com. Ja. Jetzt sehen Sie herunterladen, installieren. Nee. Was sehen Sie jetzt? Aprikofarbene Seite. Wie bitte? Eine aprikofarbene Seite. Also suchen Sie nach Anydesk, ja? Ja. Werden Sie es sehen, die Seite. Und jetzt? Einfach brauchen Sie diese Seite öffnen, anydesk.com. Ja. Haben Sie die Seite? Ja. Okay, sehen Sie jetzt herunterladen? Nee. Was sehen Sie jetzt? Download. Download, okay. Ja. Sie auf Download. Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja. Und jetzt? Haben Sie installiert? Nee. Download. Ja, Download, das ist das Gleiche. Dann habe ich Download. Okay, jetzt werden Sie auf Ihrem Computer Anydesk haben. Ja. Sie Anydesk. Wo finde ich das? In Ihrem gesamten Programmen. Wo finde ich das? Ist es heruntergeladen? Ja. Dann wo Sie Ihre Programmen sehen, zum Beispiel Google, finden Sie dort... Google ist doch kein Programm, Google ist eine Webseite. Nee, das ist ein Programm. Nee. Also Start, wissen Sie, Start. Startknöpfe. Wo? Welche Computer benutzen Sie? Windows. Ja. Also Windows hat ganz unten links eine Knöpfe. Start heißt es. Nee. Ganz unten links, was sehen Sie? Vier Vierecke. Das ist der Start. Ach so. Und nu? Und dort finden Sie Programm Anydesk. Nee. Was denn? Na nix Anydesk. Ist da nicht. Was sehen Sie dort? Wo? In Charts. Outlook! Nee, Sie Doch. Haben auf Start gedrückt. Ja! Was sehen Sie jetzt? Outlook! Nur Outlook! Nee, Firefox! Das meine ich, brauchen Sie dort Anydesk finden? Im Firefox? Nee! Nee! In Start! Nee, ist kein Anydesk! Auf ganzem Bildschirm, was sehen Sie jetzt? Na, ein Desktop-Hintergrund. Aha, auf Ihrem Desktop sehen Sie nicht Anydesk? Nee.
Dann installieren Sie es nochmal. Wieso nochmal? Ich hab's doch erst runtergeladen. Dann finden Sie es. Was kann ich sagen? Wo? Soll ich hier wieder in Internet gehen? Ja, öffnen Sie nochmal Internet. Ja. Und nu? Und finden Sie nochmal anydesk.com die Seite. Ja. Und installieren Sie es. Steht da nicht. Da steht Download. Ja, drücken Sie auf Download. Ja. Ist schon da das Programm. Da sagt da überschreiben. Nochmal. Aha, ist es geöffnet bei Ihnen? Nee. Dann was sehen Sie schreiben? Na, überschreiben. Schon da. Dann öffnen Sie es. Na, ich muss doch erstmal speichern. Dann speichern Sie es. Ja. Und wo ist das jetzt? Hallo? Ja, ich höre Sie. Wo ist es? Was? Na, Ihr Ding. Hallo? Haben Sie es installiert? Was? Anydesk, was? Ja, wie mache ich? Hallo? Ja, ich höre. Ja, wo muss ich das machen? Sind Sie dumm? Sind Sie dumm? Nee, natürlich. Warum beleidigen Sie die Leute? Lieber Herr, ich weiß nicht, weil wir sprechen so schon 20 Minuten. Nein, 25 Minuten. Genau, 25 Minuten. Ja. Also wenn Sie so... Was denn? Vorsichtig sind, warum können Sie einfach mit Computer nicht umgehen? Was denn? Sie brauchen einfach diese Anydesk installieren. Ja, aber wo ist das jetzt? Wie haben Sie Firefox installiert? Gar nicht, das war meine Frau! Okay, bitte rufen Sie Ihre Frau, damit ich Ihnen helfen kann. Nee! Die ist tot! Ist tot? Abgekratzt! Hat einen Löffel abgegeben! Wie bitte? Die guckt sich die Radieschen von unten an! Oh. Das ist nicht meine Schrottkiste hier! Das hat geerbt! Wissen Sie was? Was denn? Sie sind dumm! Ja, und Sie sind ein Betrüger! Ich hab einfach mit Ihnen meine Zeit... verschwunden. Ja? Scheiße, was? Was ja? Scheiße Ihnen, was ja? Ja? Ich hab deine Zeit verplempert. Fick dich. Ja, ich hab deine Zeit verplempert. Wer ist denn jetzt hier doof? Fucking Robin Hood bist du, weißt du? Ja? Was ja? Scheiße. Ja? Bist du ein YouTuber oder nein? Vielleicht, aber das verrate ich dir nicht. Warum? Ja, weil du eine Dumm. Du bist eine Dumm. Ich werde dieses Video finden. Ja. Und YouTube eine Meldung bitten. Ja. Zu blockieren. Ja. Was? Ja, scheiße. Warum hast du deine Klappe geöffnet? Weil ich der Weihnachtsmann bin. Ich hatte gerade Stuhlgang. Hallo? Was? Ist da noch einer? Ja, einer, der dir ficken wird. Ja? Was? Ja, scheiße. Das ist aber nett. Bist du ein Gay? Ja. Ja? Und du? Nee, natürlich. Doch, ich glaub schon. Oh. Dann, wenn du glaubst, ich sage, fick deine Mutter, was sagst du denn jetzt? Ja, da krieg ich Haare an der Zähne, das ist ja eklig. Ist sie tot schon? Nee, aber schrumpelig. Das hängt alles schon.
Das ist faltig. Hallo? Mäuschen? Scheiße dir. Ja? Scheiße. Oh. Okay, dann haben wir gut gesprochen. Ja. Sag ich, fick dir überhaupt. Scheiße. Dankeschön. Du wirst jeden Moment... Dankeschön? Ja. Kein Bitteschön. Mhm. Ich versuche dir möglichst viel anrufen, damit dir keine Ruhe findest. Ja, perfekt. Danke. Perfekt, kein Problem, bitteschön. Ja. Okay. Schönen Tag noch. Alle schlechte Wörter zu dir. Ja, danke. Tja, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Also unseriöser geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Und selbst wenn ich hier ziemlich laut im Gespräch war und ihm das nicht gepasst haben kann, aber ich kann ja auch ein Rentner gewesen sein, der einfach nicht gehört hat oder wie auch immer. Vom Prinzip her völlig egal, denn letztendlich ist er der Kundenservice-Typ, der mich hier bedienen müsste. Aber naja, man kennt es ja nicht anders. Bildet euch eure eigene Meinung, in was für einem schönen Callcenter wir hier gelangt sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann denkt gerne an den Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Videos von diesem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.